So, hallo meine Lieben. Ich bin's wieder, eure Prinzessin der Kelche. Meine lieben Fische und Fische-Aszendenten. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir wollen heute mal gucken für euch die Monatslegung für den Juli 2020. Wollen wir mal gucken, was da bei euch los ist, was die Karten uns mitteilen, was vielleicht für euch wichtig ist, was ich euch mit auf den Weg geben kann. Denkt bitte daran, dass es eine allgemeine Legung ist. Es kann und wird auch nicht unbedingt auf jeden zutreffen. Schaut sonst bitte nochmal euren Aszendenten an. Oder ja, der Mensch hat ja noch mehrere Planeten im Horoskop, sage ich jetzt mal. Horoskop werde ich auch ein bisschen mit einbeziehen. Da habe ich mir vorher Informationen schon geholt, was euch angeht. Und das werde ich ein bisschen versuchen mit einfließen zu lassen. Meistens sagen die Karten das Gleiche aus, manchmal noch mit kleinen extra Hinweisen, aber das ist uns ja willkommen. Ich habe diesmal jetzt nicht vorgemischt, sondern das tue ich jetzt. Ich mische das durch, ich lasse das nachher im Video schneller laufen, sage ich jetzt mal. Entweder ihr wartet dann einen kleinen Moment, ich werde ein bisschen Musik unterlegen, oder ihr spult einfach ein bisschen vor, das geht auch. Und dann würde ich sagen, ich starte. So, meine Lieben, dann wollen wir jetzt mal schauen für euch. Das mache ich hier hinterher. Das habe ich bei allen gemacht. Dann mache ich das bei euch auch so. Gleich fängt das wieder an zu regnen draußen. Ich habe jetzt momentan noch die Tür. Wenn es mir zu laut wird, mache ich gleich die Tür zu. Aber es gewittert gerade. Ich hoffe, das hat nichts mit eurem zu tun. So, wir gucken mal, was wollen die Karten uns sagen. Wir haben hier den Zug, wir haben die Welt, das Geschenk. Oh. Die Hand, das Schaf. Hier haben wir die Ritterin, die Ringe, die Mauer, die Kutsche, den Schlüssel und eine ist noch mehr gefallen, die Ernte dafür. Ja, der Zug, das sagt eigentlich immer aus, dass man auf der Reise ist, ein etwas weiterer Weg, also dauert noch, aber man ist unterwegs zum Ziel. Dann haben wir hier die Welt, die Öffentlichkeit, viele Leute, alles, was damit zu tun hat, Geselligkeit, auch eine Einladung, feiern, dann ein Geschenk, teilen oder geben, großzügig, Versöhnung, Hilfe bekommen, kann alles Mögliche sein. Dann die Hand.
Schuld oder auch Verantwortung, Erfahrung, Chaos, etwas loslassen, sich befreien. Dann haben wir das Schaf, das heißt, steht für Frieden, nachgeben, ein Schaf sein. Ne? Also, vielleicht verhält man sich auch manchmal einfach ein bisschen dumm. Sagt man den Schafen ja nach, obwohl sie es ja gar nicht sind. Dann haben wir hier die Ritterin. Das ist um etwas beschützen, etwas kämpfen. Dann haben wir hier die Verbindung, sag ich mal, für den Verbindung, Vertrag, Ringe oder manchmal eben auch, wenn man heiratet. Auf jeden Fall bedeutet es ein Vertrag, eine Vollendung einer Sache. Hier ist eine Hindernis und eine Blockade. Die Mauer spricht dafür. Mit, ne? Man rennt vor eine Mauer. Da sind irgendwelche Einschränkungen oder Hemmungen da. Ich spreche jetzt nur hier von allgemein. Also ich sage zu jeder Karte was. Die Kutsche haben wir, das ist ein kurzer Weg, unterwegs sein, Fortschritt. Es ist auf jeden Fall, man macht sich auf, sagen wir das jetzt mal. Man ist unternehmungslustig, ne? So, jetzt geht's los. Und den Schlüssel, sich praktisch für etwas öffnen. Man hat den Schlüssel gefunden, etwas in Gang setzen, Initiative ergreifen. Eine Sicherheit oder etwas ist sicher, es wird passieren und die Ernte, sag ich mal, ist natürlich dann die Vollendung, Lohn, etwas ernten, bekommen, kleines Geld, ein Gewinn, eine gute Gelegenheit, ne, vielleicht, ja, sowas. So, meine lieben Fische, jetzt muss ich mir das erstmal eben auf mich wirken lassen hier. Also, beruflich kann ich euch schon mal sagen, gerade hier mit Geld und das nennt man Reise, da haben wir die Hand, die Verantwortung praktisch auch übernehmen, sag ich mal, man befreit sich auch ein bisschen, man ist mit der Öffentlichkeit in Verbindung, mit vielen Leuten, also beruflich, sag ich mal, sieht es gut aus, da wird sich eventuell auch etwas Neues entwickeln. Aber da kann es noch zu einigen Hindernissen kommen hier. Also es geht zwar vorwärts, das sagt die Kutsche hier. Die Verantwortung, also die Verantwortung übernehmen. Kann auch vielleicht ein bisschen Chaos sein im Moment. Und es sind auch noch ein paar Hindernisse, sag ich mal, zu überwinden, sag ich mal. Aber es geht vorwärts. Vertrag. Alles, was mit Geld zu tun hat, bei Freunden, entweder leihen oder wenn jemand dich von euch Geld leihen will, ist schwierig. Also lass das lieber, schwierig, ja. Aber das Zuhause, hier ein Geschenk geben, Versöhnung, großzügig sein. Ich will mir dann noch mal ein paar Ergänzungskarten holen. Ihr müsst auf jeden Fall die Initiative, ne, hier beschützen, kämpfen, die Initiative eben auch zu greifen. Hier ist der Zug, hier ist die Kutsche, das heißt, ihr macht euch auch auf den Weg, definitiv, so oder so. Die Eigeninitiative ergreifen auch. Die Hand reichen. Kommt mir auch so für alles, was mit Freunde zu tun hat oder da ein Besuch kommt, netter Besuch. Also, aber da müsst ihr, also ihr müsst die Initiative ergreifen, ne? Also nicht die anderen, sondern ihr. Uns ladet doch mal Freunde ein, oder? Corona ist ja jetzt so ein bisschen gelockert, sagen wir, es müssen ja nicht gleich 20 Mann sein, ihr versteht, was ich meine, dass man einfach mal wieder ein bisschen was feiert. So, mal für noch ein paar Klärungskarten für meine Fische, bitte. Keine Klärungskarten geben. Meinst du, ich habe schon alles gesagt? Für die Fische, da ist auch eine. Was haben wir denn? Offen sein, andere willkommen halt. Freunde, sag ich doch hier. Freunde. Hier haben wir noch sich aus vollem Gefühl hingeben, dem eigenen Gespür, der Intuition praktisch auch
auf die Träume achten, fantasiereich seid ihr da, sind die Fische ja eigentlich immer. Ja, also das, was Freunde so angeht, das sieht alles gut aus. Liebesdinge würde ich das auch mit reinpacken. Königin der Kelche spricht auch für sehr viel Fantasie, gute Intuition, verträumt sein, liebevoll. Also Liebe sieht gut aus. Was haben wir hier noch? Neuanfang, etwas steckt noch in den Kinderschuhen. Durch Kritik zu klugen Entscheidungen kommen, Chance etwas zu klären. Kann auch beruflich sein. So kommt mir das hier rüber. Genau. Also, wenn ihr finanziell irgendetwas vorhabt, weil hier haben wir die Ernte, was, das Geld liegt da, so, sage ich jetzt mal so, dann würde ich euch raten, alles, was damit zu tun hat, vom 13. bis 23. in Angriff zu nehmen. Dann hat das sehr gute berufliche, sehr gute Aussichten. Beruflich, das hängt jetzt mit dem astrologischen bisschen zusammen, ab dem 20. wird da ein bisschen was vorwärts gehen. Hier haben wir dann das Ass der Münzen, Chance auf ein gutes Ergebnis nutzen. Ja, sehr schön. Ass der Münzen ist immer gut. Oha, die fallen jetzt aber hier. Wahnsinn. Meine lieben Fische, ihr seid aber Ass der Kelche. Oh Gott, alles gut. Der Wagen hier zuversichtlich, es geht definitiv mutig was vorwärts. Ne? Also Ass der Münzen, wir haben hier Ass der Kelche, wir haben hier zwei Asse, Chance auf die große Liebe, Glück, mutig und Unternehmung, selbstbewusst sich sein, sich den Herausforderungen stellen. Also das kriegt ihr alles hin. Also vom alles, was mit Geld zu tun hat. Ne? Also beruflich, Geld, hier. Nichts leihen oder verleihen. Ganz wichtig. Wenn überhaupt, sag ich mal, zwischen dem 13. und dem 23.7. das in Angriff nehmen, sagen wir es mal so. Dann hat das sehr gute Aussichten auf Erfolg. Nicht vorher. Und wenn, dann bitte genau prüfen. Dich die Geschichte wirklich genau angucken. Nur so als Hinweis. Also ab dem 20. wird es auch beruflich, sag ich mal, habt ihr auch gute Ideen. Es kann bis dahin noch ein paar Hindernisse geben. Eventuell vielleicht auch, wenn es um Arbeitsvertrag geht oder weiterführend oder irgendwie sowas. Ihr werdet den Schlüssel definitiv hier, ne? Den Schlüssel habt ihr. Die Verantwortung dafür übernehmen. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, das sagt auch schon der Zug, aber es kommt definitiv hier etwas in Bewegung. Und dann würde ich mal vom Zeitlichen her sehen, weil hier ist es noch ein etwas weiterer Weg, sag ich mal, und hier kommt die Kutsche. Und dann haben wir hier aber auch den Wagen noch drin gehabt hier, unternehmungslustig. Es kommt etwas in Bewegung, auf jeden Fall, aber wenn dann erst so zum Ende des Monats hin, also so ab 20. 20., 21. Aber vielleicht, es kann sein, dass es auch da dann noch ein paar Schwierigkeiten gibt, sag ich mal, die kriegt ihr aber in den Griff. Vielleicht irgendwelche Absprachen oder an den Abläufen muss beruflich noch irgendetwas geändert werden. Das kann sein, dass es da noch ein paar Schwierigkeiten gibt, aber das kriegt ihr hin. Das kriegt ihr geklärt, auf jeden Fall. Und alles andere, sag ich mal, so ab dem 23.7., das kommt jetzt auch aus dem Astrologischen, kann ich euch dann nur versuchen mitzugeben, sag ich mal, alles so, was so undurchschaubare Situationen sind oder so weiter, das könnte ab dem 23. kommen. Dann lieber, sag ich mal, abwarten, guckt euch die Sachen ganz genau an. Die beste Zeit für euch ist zwischen dem 13. und 23. Entweder, wo ihr das Berufliche anschieben könnt, das Geldliche, alles, was mit finanziellen Dingen zu tun hat. Die Liebe ist bei euch gut, da brauchen wir uns keine, also kümmert euch dann lieber mehr um die Finanzen und ums Berufliche. Und wenn da ein paar Probleme auftreten, klären,
Ihr macht euch auf den Weg, aber dass jetzt große Erfolge oder irgendetwas kommt. Es kann sein, dass vielleicht durch die Ernte ihr irgendwie einen kleinen Bonus kriegt oder eine Gehaltserhöhung oder ich sag jetzt mal kleines Geld, ne, eine gute Gelegenheit, irgendwie sowas, wo ihr ein bisschen Geld einfahren könnt, sag ich mal. Und ich schätze mal, dass es, wenn überhaupt, dann zwischen dem 13. und 23. entweder es kommt dann eine Nachricht oder ihr schubst das dann mehr so in diese Richtung, drücken wir es mal so aus. Ansonsten sag ich mal, ihr kämpft da drum, ihr beschützt das. Also ich sehe sonst hier nichts. Wir gucken jetzt nochmal ins Seelenorakel rein. Was die anderen Karten, die lösen manchmal auch noch bestimmte Sachen auf. Was haben wir hier? Das Wasser. Ach, das ist ja euer Element. Da haben wir das Wasser für meine lieben Fische. Stellt sich die Wasserkarte ein, bist du aufgerufen, deine Emotionen zu beobachten. Du solltest dir aber auch klar machen, dass sie veränderlich sind und deshalb momentan keine Schlüsse aus ihnen ziehen. Empfindest du Freude, geht darin auf. Bist du traurig, lass dich von deiner Traurigkeit überschwemmen. Wasser lädt dich ein, das Auf und Ab, Ebbe und Flut in den Geschehnissen zu erkennen und darauf zu vertrauen, dass du die nächste sich dir biegende Gelegenheit ergreifst. Die Dinge sind im Fluss, schließ dich ihm an. Also lass dich tragen. Sehr schöne Botschaft. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Weisheitskarten der Seele. Was haben wir denn hier? Die Bindung. Also Liebe, sag ich ja. Liebe gut. Alles, was mit Bindung zu tun hat, braucht ihr Selbstwertgefühl, das eigene Gefühl, Partnerschaften, alles, was jetzt in Bindung kommt oder in Verbindung kommen soll, sieht super aus. Der Geist des Ortes und dann haben wir hier neues Leben. Aha, ich sag ja, da kommt irgendwas in. Ich lese euch die aber auch nochmal vor. 30 hier. Partnerschaftliche Bindungen, die jetzt geknüpft werden, sind harmonisch und kraftvoll. Sag ich. Also Liebesdinge, sieht bei euch alles gut aus. Gutes Selbstwertgefühl, Geld, sag ich mal, hier ist also, ja. Diese Karte steht auch für die natürliche Entwicklung einer Beziehung, von ihren Anfängen bis zur wirklichen symbolischen Vermählung. Das Mindeste wird dabei ein Versprechen von jedweder Erfüllung sein. Sei dir jedoch bewusst, dass für eine Art von Verpflichtung du eingehst und welches Verantwortung du damit übernimmst. Andere haben zu diesem Zeitpunkt eine größere Bereitschaft, Partnerschaften einzugehen. Denke daran, dass deine Partnerschaft mit dem göttlichen Prinzip und deinem eigenen höchsten Selbst, das höchste Selbst in einem anderen Menschen anspricht. Dann haben, wie gesagt, der Geist des Ortes, die Nummer 4. Die Echtheit liegt in der wahren Kraft. In alter Zeit glaubten unsere Vorfahren, dass zu jedem Ort ein Geistwesen gehört, das ihn bewacht oder in ihm in Erscheinung tritt. So wie jeder von uns eine Seele besitzt. So hat auch jeder Baum, jeder Vogel, jeder Berg und jeder Fluss sein eigenes Wesen. Wenn dir bei deiner Kartenbefragung der Geist des Ortes erscheint, will er dir sagen, dass die Antwort auf deine Frage im wiederkehrenden Grundthema deiner Lebensumstände zu finden ist. Ich glaube, ich mache doch mal jetzt mal die Tür zu. Es brummelt und brummelt, da fahren noch Autos vorbei und dann wird das nachher sonst vielleicht. Entschuldigung, einfach ein bisschen zu laut. Jetzt ist das ein bisschen ruhiger. So, außer der Ventilator ist hier noch an. Also wundert euch nicht über die Geräusche. Geht es bei deiner Frage um einen inneren Kampf? Die Antwort heißt loslassen, loszulassen und sich den Bedürfnissen, die Situation zu kontrollieren, zu lösen. Wenn es dann in deinen Erkundigen um das Finden von Liebe geht, dann sei selbst diese Liebe, anstatt dich bloß danach zu sehen. Sobald du tiefere Wahrheit, die deiner Frage zugrunde liegt, entdeckst und benennen kannst, findest du damit auch die Antwort, nach der du gesucht hast. Deine größte Stärke liegt in deiner Authentizität. Ein schwieriges Wort.
So, und dann haben wir noch die 29, neues Leben. Die habe ich noch nicht gehabt, die Karte. Oh, mal wieder eine neue Karte. Sehr schön. So, kannst du, wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, erkennen, wie du dich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hast? Vielleicht hast du mehrfach deine alte Haut abgestreift und zu einer neuen Identität gefunden oder doch zumindest eine reifere Vorstellung von dir selbst und der Welt, in der du lebst, gewonnen. Du weißt, dass die Dinge Zeit brauchen und das göttliche Zeitmaß wird sich kaum je mit deinem decken. Diese Karte ist ein Hinweis darauf, dass sich für dich ein lang gehegter Traum mit Leben zu füllen beginnt. Versuche aber nicht, ihm dabei ständig zu soufflieren, okay, und nicht in eine dir erwünschte Form zu bringen. Das göttliche Prinzip kennt die bestmögliche Realisierung deines Traums und damit könnte sich dein Leben besser gestalten, als du jemals ahnen kannst. Jetzt ist die Zeit, Respekt und Ehrfurcht zu beweisen. Lasse zu, dass die Konturen deines Weges von göttlicher Hand gezogen werden. Alles, was du tun musst, ist, dich zur rechten Zeit auf ihm einzufinden. Ja, sehr schöne Botschaften. Dann gucken wir mal, was haben wir denn als Krafttier? Die Eule. Die Einweihung. In der Dunkelheit wird das Licht geboren. Wende dich der dunklen Seite zu und erleuchte sie. Darin liegt die Lösung. Ne? Das hat etwas mit Selbsterkenntnis und mit sich selbst ins Gericht zu gehen zu tun. Meine Schatzis. Okay, dann was haben wir denn für einen Drachen hier? Schwarzer Drache von Saturn. Oh, bringt dir Weisheit durch spirituelle Disziplin. Weiß Bescheid, ne? Konzentriere dich. Bleib auf deiner ultimativen Vision fokussiert. Gratuliere dir. Du hast eine Prüfung bestanden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der schwarze Drache von Saturn. Toller, toller Drache. Sieht richtig toll aus. Der gefällt mir. Du hast eine Prüfung bestanden. Weiß Bescheid, ne? Nein, das meine ich jetzt nicht zum Lachen, obwohl ich das tue, aber ihr versteht, glaube ich, die Botschaft, ne? Der Engel der Stärke habe ich hier noch und der Engel des Friedens. So, so. Die Stärke, die du brauchst, um Herausforderungen zu meistern, liegt immer in dir. Äußere Einflüsse, positive wie negative, wirken stets auf deine Seele. Öffne dich und erfahre die Entspannung, das Loslassen sowie die Energie, die sich langsam in dir breit machen. Die Botschaft deines Engels lautet: Sei mit dir selbst im Reinen, dann bist du stark. Ja, vielleicht habt ihr da wirklich noch was zu arbeiten. Und der Engel des Friedens. Dein Engel möchte dir den Frieden schenken, den du brauchst, um mit dir im Reinen zu sein. Damit deine Seele in Einklang kommen kann, versuche deine innere Mitte zu finden und alle schlechten Gefühle beiseite zu schieben. Denn Frieden im Herzen verwandelt alles in Liebe und führt zu spirituellem Wachstum. Super. Dann haben wir es, wage es, auch noch aus Engelsbotschaften, und Energiearbeit. Wage es, deine Gebete und positiven Erfahrungen sind gehört und beantwortet. Wir haben seit ihrer Entstehung mit dir gemeinsam an deiner Situation gearbeitet und wir werden weiterhin über dich und jeden wachen, der daran beteiligt ist. Bleib auf deinem Weg, da er dich tatsächlich sehr weit bringen wird. Toll, egal was ihr davor habt, das hört sich doch super an, ne? Energiearbeit. Das Leben kann elektrisierend sein, denn seine tiefste Essenz ist Energie. Dein Körper ist ein erstaunliches Energiefeld, das positiv auf liebevolle Behandlung reagiert. Deine Hände und dein Herz sind aktiviert, um deiner Familie, deinen Freunden und Klienten heilende Energie geben zu können. Tolle Sache. Energie, positive Gedanken. Es kommt was in Bewegung, sehr schön, Spaß und Lebensfreude dürft ihr ruhig haben. Ja, wir haben hier die Stärke, wir haben hier das Wasser, lass es einfach fließen, doktor da nicht so viel dran rum. Beruflich sieht es gut aus, ist eine Neuentwicklung da,
kann aber noch einige Schwierigkeiten geben, sag ich mal, aber das kriegt ihr in den Griff. Also Geld, wie gesagt, bei Freunden oder so, nächsten Monat bitte nicht, weder leihen noch ausleihen. Ansonsten, Freunde, gut. Eigeninitiative, wenn ihr sie mal wieder sehen wollt oder irgendetwas, nicht darauf warten, dass ihr eingeladen werdet, sondern einfach mal die eigene Initiative ergreifen und dann macht ihr das eben mal. Liebe sieht gut aus, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Finanzielle Absprachen, wie gesagt, sind gut zwischen dem 13. und dem 23. Und wir haben ja hier das Geld auch liegen, wir haben hier Verträge liegen, beruflich kommt es in Gange. Also, ja. Und ab 23.07. undurchschaubare Situationen bitte aufpassen. Dann lieber erstmal abwarten. Meine lieben Fische, es war wieder eine tolle Legung. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen oder einen kleinen Schwupps geben oder einen Hinweis oder ihr wisst, was ich meine. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Juli 2020. Lasst mir gerne einen Kommentar da oder auch zum späteren Zeitpunkt, was da draus geworden ist, ob die Karten da recht hatten, ob sie euch geholfen haben, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und dann sage ich bis dann, meine Lieben, Namaste, tschüss, eure Prinzessin der Kelche.